Smoke on, hieß es bei der zweiten Station der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft in Spielberg. Rund 24 Piloten der Challenger und Masterclass boten eine Show der Extraklasse bei sehr schwierigen Verhältnissen. Natürlich rechnete sich der Lokalmatador Hannes Arch große Chancen aus für sein Heimrennen. Neben der Formel 1 der Lüfte fanden auch heuer wieder einige Side-Events wie Parcours, BMX oder eine Trial-Show am Gelände des Red Bull Rings statt. Die Red Bull Rotor Wings präsentierten neben zahlreichen Modellflugzeugvorführungen auch einen kleinen Teil aus ihrem Flugprogramm. Der fünffache Motorrad-Weltmeister Mike Doohan und der Rallye-Dakar-Sieger Toby Price waren nur zwei der zahlreichen Ehrengäste, die an diesem Wochenende begrüßt werden durften. Und sie nützten die Chance, um mit Rallye-Ast Raimund Baumschlager ein paar Runden zu drehen. Bei wolkenverhangenem Himmel am Sonntag, Temperaturen um die 4 Grad und Wind bis 20 Knoten, mussten alle Piloten ihr Können unter Beweis stellen. Hannes Arch zog souverän ins Final Four ein. Dort lieferte sich der Steirer mit Matthias Dolderer aus Deutschland, Nigel Lamb aus Großbritannien und dem Kanadier Pete McLeod ein spannendes Rennen und begeisterte die Fans. Der deutsche Pilot Matthias Dolderer flog in Spielberg zu seinem ersten Sieg überhaupt und verwies Hannes Arch und Nigel Lamb auf die Plätze 2 und 3. Ein spektakuläres Wochenende, das hoffentlich auch nächstes Jahr in Spielberg am Red Bull Ring zu Gast sein wird und sich dann mit Sicherheit mehr Zuschauer aus der Region verdient hat.